Jabba dabba du, mein Freund. Willkommen zu einer weiteren Folge von Bleak Inc. Nein. Ja, jetzt sehe ich schon meine Uhrzeit, wie spät es bei mir ist. Ich will mal kurz meine Tür ein wenig zumachen. So. Ihr könnt nicht. Du kannst mich nicht einloggen? Klar, verstehe ich. So. Wir starten nochmal. Ein bisschen laut das Ganze. Wir starten ein neues Spiel. Und zwar etwas Spezielles. Wir gehen auf Planet der Affen. It's time for the Revenge. Nice. Wir wollen nichts mutieren lassen. Leute, ich. Alter, ich freue mich da schon über. Ja, Affengrippe, um zu gewinnen, musste ich. Ja. Okay, Ausgangsland. Fuck you, Deutschland. Okay, nein, ich habe nichts gegen Deutschland. Ich mag Deutschland. The Revenge befällt Deutschland. Ja. Affengrippe-Virus identifiziert. Was? Ja. Neues Genlabor testet Virusarznei in Deutschland. Die Biotech-Firma Gensys hat eine bahnbrechende neue Gentherapie für Alzheimer vorgestellt. Teststudien an Menschen beginnen, sobald die Affenversuche in Deutschland abgeschlossen sind. Berühre den S-Plan für den S. Was ist. Ah, die forschen jetzt da. Pflegehälter steigen durch weltweiten Mangel an. Ach so, steigen durch Welt. Alter. Wie das. LOL! Geil, es gibt viel, voll coole neue Sachen. Entwickeln. Kopfschmerzen. Das auch. Ja, wir entwickeln das alles mal. The Revenge wurde erfolgreich weiterentwickelt. Wir sehen schon, dass dort ein paar gelbe Punkte kommen. Gensys Arznei soll Intelligenz radikal steigern. Es ist es halt an den Film Planet der Affen angelehnt. Planet der The Revenge beginnt sich auszubreiten. Huh, mehr Naturkatastrophen durch Erderwärmung. Okay. Infektionsträger 1. Erreger kann durch Körperkontakt übertragen werden. Höhere Ansteckungsgefahr, besonders in wohlhabenden und urbanen Gebieten. Ja, Deutschland, du gehörst dazu. Pylon, notwendig für Hightech-Gesellschaft. Ein neuer Energiebericht bestätigt, dass mehr Pylonen gebaut werden müssen, um eine zukunftssichere Energieversorgung zu gewährleisten. Okay, es gibt jetzt schon ein paar Infizierte. Aliens nicht an Erde interessiert, meint Autor. Interessant. They coming out of space. Schieferturm von Pisa lehnt in falsche Richtung. Okay, diese Nachrichten sind ja echt skurril. Warte, was? Lol, was ist das? Ah. Durch Fledermäuse? Erreger breitet sich via Fledermausurin besondere Flughunde aus. Besonders Flughunde aus. Erhöht Mutationen und Ansteckungsgefahr in zumeist heißen und feuchten Gebieten. Das brauchen wir nicht. Wasser. Scheiße, feuchte Gebieten und Schiffen. Okay, wir haben zwei Häfen. Das bedeutet, dass wir eine gute Ansteckungsgefahr haben. Drehbuch für Episode 7, die Klonmaus bestätigt. Okay. Werde ich mir auf jeden Fall ansehen. Wird sicher interessant. Über die Luft. Das ist doch voll. Mücken. Scheiße. Das passiert nur in heißen Gebieten. Politiker meint, Ignoranz sei besser als Wissen. Okay. The Revenge infiziert Hunderte. The Revenge hat Hunderte in Deutschland infiziert, was die Chance vergrößert, dass infizierte Personen gesund infizieren. Entwickle deine Krankheit weiter. Also, wir machen nicht. Zünger interessiert an Kauf von Clash of Clans. What? The Revenge erreicht Russland. Pewdiesm hat am schnellsten wachsende Religion erkannt. PewDiePie! Ja! Lol. Okay. Jetzt mal gucken hier. Symptome. Übelkeit. Okay. Ich werde nicht denselben Fehler wie beim letzten Mal machen und die Wirte der Krankheit beziehungsweise die Leute halt töten, bevor die Krankheit halt weitergehen kann.
The Revenge infiziert Tausende. 7000 Infizierte, 8000 Infizierte. Okay, wir müssen jetzt mal gucken, dass wir hier irgendwie ein bisschen schneller mal die Genpoints kriegen. Genpoints. Hallo? Hallo? Ja, weiß ich. Ja. Ah, da oben. Sehr gut. Okay, 80.000 Infizierte. Leute, wir machen unseren eigenen Planet der Affen. Allerdings sieht es noch nicht ganz so gut aus. Ja, Huster, sterb. Sollte meine ganzen Genpoints nicht direkt ausgeben. Oh. Ja, Herr Flugzeug. Es entwickelt sich schneller weiter, als ihr denkt. Neue Gesundheitsrichtlinien für reiche Länder. Ändert was daran? Ändert das was daran? Arzneimittel, was ist das? Affenneurogenese modifiziert affenartige Gene, um die Affenintelligenz signifikant zu erhöhen. Immunreaktion wird nicht ausgelöst. Iris wird grün. Zeit für einen Affen. Oh. Leute, es wird Zeit. Noch einen Genpoint. Obwohl, nee, lass uns noch warten. Nee, doch, wir machen das jetzt. Let's do this. Affenausbruch in Deutschland. Aus einem Affenquartier in Deutschland sind mehrere Affen ausgebrochen, zerstörten ein Gensys-Labor und verursachten Chaos in der Stadt. Die Behörden konnten sie nicht einfangen und die Affen sind entkommen. Sehr gut. Was? Foto: Affe vs. Helikopter an Zeitung verkauft. Affenausbruch. Größerer Vorfall in Gensys-Hauptlabor bestätigt. Ranger verfolgt Spuren eines Affen. Was ist das? Ah, Intelligenz. Das ist geil. Das ist ja übergeil. Wir haben eine Wir haben 146 intelligente Affen. Aber es geht weiter. 16 Millionen Infizierte, wir müssen das schnell machen. Affen, die planen und koordinieren können, reisen zusammen. Dadurch können Affengruppen große. Ja, das machen wir erstmal. Oder was ist das hier? Logistik. Das Verständnis von Logistik ermöglicht es großen Affengruppen, schnell und effizient große Distanzen zu überwinden. Ja. Alter. Website für Affenüberwachung geht online. The Revenge verbreitet sich bei Menschen. Ein Diagnoseteam in Deutschland hat festgestellt, dass The Revenge Menschen und Affen infiziert. Schwere Symptome und weltweite Ausbreitung. Unbekannt, ob Affenvirus an Menschen übertragen. Was ist das? Reisen in. Ah, intelligente Affen ziehen in einen anderen Ort. Das Weltmenü enthält nützliche Daten. Okay. Okay. The Revenge ist aus dem Gensys-Labor entwichen. Gensys offenbart, dass The Revenge aus dem Labor in Deutschland stammt und schwört, ein Heilmittel zu finden. Obwohl das Labor während des Ausbruchs zerstört wurde, werden neue Labore für Forschungszweck aufgebaut. Meine lieben Affen, es Antrittsrede von Präsident nur Playback? Fragezeichen. Meine lieben Affen, Urbewusstsein. Affen verbessern ihr Verständnis des menschlichen Verhaltens, verringern die Wahrscheinlichkeit der Entdeckung durch Menschen. Sehr gut. Meine lieben Affen, ihr dürft nicht sterben. Es geht hier um eine große Revolution. Experte leugnet Affenverbindung zu Affengrippe. Ansteckend als HIV. Leute, das wird geil. Regierung fördert feindliche Gensys-Übernahme. Ja, entwickel dich. Ohne Shit, die gehen ja überall hin. Wir haben jetzt schon 1500 intelligente Affen. Besitzer verwirrt über fehlenden Affen in Frankreich. Affen, The Revenge wurde an. Aktivisten behaupten, Affen sind Krankheitsträger. Das habt ihr vielleicht sogar ein wenig recht. So, Affenausschreitung. Affen randalieren gegenüber Menschen, um Labore anzugreifen und gefangen gehaltene Affen zu retten. Affenkolonien. Intelligente Affen können zusammen, um eine Kolonie aufzubauen. Führt zu erhöhten Affenübertragung, schützt und generiert DNS. Ja, das brauchen wir. Wir haben jetzt keine DNS mehr. Erstversorgung für Infizierte in Deutschland. Ihr werdet nichts mehr tun können. Nichts. Deutschland schließt Zoos wegen
Affenpanik. Kann ich mir vorstellen. Okay, das. Die Vernetzung geht sogar ganz okay. Deutschland nennt Affen als Gesundheitsrisiko. Wir werden uns weiterentwickeln. Wir haben 2000, fast 3000 intelligente Affen. Frankreich waren Bürger vor Affenkontakt. 3000 intelligente Affen, noch keine Toten, wie viele Menschen? 103 Millionen Infizierte. Nein, 74 tote Affen. 76. Affenausschreitung. Sie dürfen euch nicht vernichten. Aber die kommen gar nicht so schnell mit dem Töten hinterher. Trotzdem. Sie dürfen uns nicht vernichten. Wir planen eine Revolution. Polen waren Bürger vor Affen. Ja, okay. Alle Länder waren jetzt ihre Bürger vor Affenkontakt. Meine lieben Freunde. Jagdinstinkt. Affen verbessert Verständnis von Taktiken und können in größeren Gruppen operieren. Erhöht Kampfkraft. Reiten. Affen können Pferde trainieren und reiten. Dadurch erhöht sich die Bewegungsgeschwindigkeit über Affenwanderung. Affengruppen. Automatisch nahegelegene Affenkolonien. Soziale verbessert Kommunikation zwischen Affen führt zur Entwicklung von Kodex und sozialer Strukturen. Kolonien erhöhen Affenübertragung. Kognitive Veränderung. Leben in der Gemeinschaft simuliert Reifung des präfrontalen Kortex. Erhöht den ja. Das brauchen wir. Oh lol, ganz Russland wurde eingenommen. Ukraine nennt Affen als. Ja, das machen jetzt irgendwie alle. Da oben. Was ist das denn hier? Deutschland richtet eine Affenverfolgungsdatenbank ein. Nein! 137 tote Affen schon. Geflohene Affen Italien erzwingen Zirkusschließungen. Schließung. Okay. Leute, Zentraleuropa richtet eine Affenverfolgungsdatenbank ein. Das machen jetzt, glaube ich, irgendwie alle. Weil sie irgendwie denken, dass es noch irgendwas bringt. Norwegen warnt Bürger vor Affenkontakt. Ja, das tun jetzt alle. Nein! Die Toten gehen hoch. Shit. Hier sieht man, wie schlau... Okay, wir müssen machen, dass die Menschen schneller sterben. Ich meine, hier geht es ja schließlich... Oh, scheiße, ich habe keine DNS. Hier geht es ja schließlich darum, dass die Menschheit ausgerottet wird. Italien warnt Bürger vor Affenkontakt. Wir brauchen niemanden, um uns weiter fortzupflanzen. Nein! Jemand macht Heilmittel. Deutschland. Okay, Deutschland wurde schon so gut wie überrannt. Deutschland wurde komplett überrannt. Es gibt noch keine Toten, das ist unmöglich. Wir müssen machen, dass sie sterben. Neuroenhancement 1. Virus dringt den Gehirnzellen ein, modifiziert DNS und verbessert bestehende Nervenbahnen. Erhöht menschliche Intelligenz. Was? Nein. Erbrechen. Nein, wir wollen, dass sie sterben. Fieber. Kann tödlich enden. Das ist gut. Das brauchen wir. Wenig nimmt erschreckenden Ausmaßen ein. Warum wird niemand mehr weiter infiziert? Das macht mir so ein bisschen Angst. Balkanstaaten warnt Bürger vor Affenkontakt. Fuck, Leute. Wir müssen die Affen intelligenter machen. Die sind ja. Hier sehen wir auch, wie schlau die sind. Beziehungsweise, ob sie intelligent sind. Gibt es schon menschliche Tote? Ja, 6000, okay. Deutschland schließt Flughäfen. Deutschland verbietet alle Flüge. Ah, das ist, wo die Affen sind. Nicht China, wild. Achtung, fucking Mücken. Spanien richtet eine Affenverfolgungsdatenbank ein. Ja, reach around the world. Alter, infiziert und die Toten gehen hoch. Nein, die aber auch. Fuck. Ja, Kampfkraft. Afghanistan waren Bürger vor Affenkontakt. Ja, das solltet ihr, glaube ich, alle langsam mal tun. Hallo. Da kommen jetzt ein paar. Deutschland errichtet Unfallkliniken. Bitte, da sind nochmal zwei. Komm schon, Geld. Oh, diese Mücken, ey. So.
Und was mit Gesundheitsrisiko? Oh, wir haben 18 DNS. Waffenherstellung. Ja. Das ist gut. 15 DNS-Punkte. The Revenge auf Beobachtungsliste. Deutschland, Korea und Russland. Fuck. Aber wir sind schon zu intelligent. Neues Genesis-Labor in China arbeitet an Heilmittel. Nein, hört doch auf. Wir müssen China über den Haufen rennen. Kann mir bitte jemand helfen, China platt zu machen? Bitte, danke. Was ist das hier? Schifffahrt. Affen können Flöße bauen und damit koordinierte Reisenwanderungen über lange Distanz über Wasser zurücklegen. Interessant. Dann entwickeln wir das mal. Los, meine Affen. Paddelt auf die andere Seite von Europa aus nach Amerika. Das wird definitiv funktionieren. Könnt ihr nicht mal bitte China angreifen? Bitte, danke. Nee, das brauchen wir nicht. Erbrechen. Was ist das da? Der Fluss. Genesis verteidigt Affentierversuche. Karibik warnt Bürger vor Affenkontakt. Ja, das ist schön. Wir haben jetzt 660.000 Millionen Infizierte und schon 28.000 Tote. Nein! Wir haben mehr tote Affen als Menschen. Das darf nicht sein. Los, ihr Vollidioten. Nein, das darf nicht. Nein, Heilmittel 50%. Leute, wir werden nicht im Ernst schon wieder. Insektenschutzmittel? Wer braucht Insektenschutzmittel? Wozu? Okay. Photophobie. Scheiße, warum habe ich das gemacht? Das verringert Infektionsrate, bin ich dumm. Wir wollen die Menschheit vernichten. Aber hier kann man scheinbar für Menschen sein und gegen Menschen. Fuck, ein Heilmittel wurde gemacht. Nein. Genesis Labor verlässt Afrika. Ich habe gerade eine Nachricht bekommen. Ah, Übertragung hätte ich vielleicht mehr machen sollen. Scheiße. Okay, die Infizierten gehen runter. Jetzt geht es nur noch um den reinen Überlebenskampf. Fuck. Ja, komm jetzt. Ja, scheiße. Schade. Krankheitsverlauf. Ja, ging ganz gut. Weltverlauf. Bruh. Heilungsverlauf. Ja, alles klar. Ja, 1129 Tagen. Ja, Affengrippe, Zeit 119. Gesamtwertung 39, nicht mal ein Stern. Okay. Ja, das war's auch schon wieder mit dieser kleinen Folge oder mit dieser extrem langen Folge. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben da. Abonniert mich nur noch 6 Abos bis zu den 50 Abos. Und ja, dann sage ich auch schon ciao, ciao und bis bald.